Herzlich willkommen zu meiner Montagslage heute am 27. Januar. Der 27. Januar ist ein ganz besonderes Datum in der deutschen Geschichte, denn es war der 27. Januar 1945, also vor 75 Jahren, als die Rote Armee das Konzentrationslager in Auschwitz befreite. In diesem Konzentrationslager, wo seit seiner Errichtung über 1 Million Menschen ermordet wurden. Dieses Konzentrationslager, was für den schrecklichsten Teil unserer deutschen Geschichte steht und wo wir Verantwortung dafür tragen, daran zu erinnern und zu mahnen, dass so etwas wie damals sich nie wieder wiederholen darf. Und somit wurde 1996 der 27. Januar auch als Gedenktag eingerichtet. Der Rheinland-Pfälzische Landtag wird heute in der KZ-Gedenkstätte in Osthofen diesen furchtbaren Verbrechen gedenken und diesem Tag der Befreiung Auschwitz. Neben den Reden unseres Landtagspräsidenten Hendrik Hering und unserer Ministerpräsidentin Malu Dreyer werden wir auch einen Kranz vor Ort niederlegen. In dieser Woche findet aber auch das Landtagsplenum statt, 2 Tage im Mainzer Plenarsaal, sicherlich auch hier voll mit Themen, die interessant sind, die es lohnt zu verfolgen. Tut dies hier im Livestream, auf Facebook, bei Twitter oder Instagram. Ansonsten werde ich sicherlich auch viel unterwegs sein im ganzen Land in dieser Woche. Seid dabei, vielleicht sehen wir uns irgendwo und ansonsten hören und sehen wir uns hier in der Montagslage nächsten Montag wieder.